Was geht ab, meine Flexer? Willkommen in dieser neuen Folge. Es geht um Fahren im Winter. Was machen wir, wenn es kalt wird draußen, aber wir trotzdem noch fahren wollen? Es ist trocken, es ist kalt, es ist sonnig. Das perfekte Wetter eigentlich für eine Motorradtour, aber uns ist kalt auf der Karre. Ich habe jetzt drei Artikel bestellt, die quasi perfekt dazu passen würden. Und ich zeige euch mal was. Wir haben einmal eine Kutte, eine Unterziehkutte quasi. Das Besondere an dieser Kutte ist, wenn ich sie anziehe, werdet ihr sofort sehen, die ist mega dünn, aber sie hat hier ein USB-Kabel. Ihr braucht nur eine Powerbank mit einem USB-Anschluss. Den steckt ihr hier ran, macht das an, macht die hier in die Tasche rein, drückt auf Back, drückt auf Front und schon wird die Weste warm, sowohl im vorderen Bereich als natürlich auch im hinteren Bereich. Und wie schon gesagt, sie ist mega dünn, man merkt sie kaum, aber hier sind diese Einlagen, die warm werden. Und ich werde sie gleich noch für euch testen. Also es geht hier gerade nur darum, was es für Möglichkeiten gibt und ob sie gut sind, erfahren wir dann später. Die nächste Sache, die ich habe, ist ein schönes, dickes Paar Socken. Ja, ihr denkt euch so, ja, will der mich verarschen? Socken habe ich auch zu Hause. Aber ihr seht schon, hier sind Kabel dran, ne? Und an der Wade kommt ihr nämlich in den Genuss einer Batterie. Ganz einfach draufklicken, dann gehen die an. Rot ist quasi die wärmste Stufe, dann könnt ihr nochmal draufdrücken, ist orange, nochmal draufdrücken, ist grün, gedrückt halten, macht ihr das Ganze wieder aus. Auch die werden wir testen. Ich habe gesehen, dass hier vor allem der Bereich gewärmt wird, hier oben. Da haben wir so Nähte, kann man das sehen, da. Und bin sehr gespannt, weil gerade Oberkörper ist sehr unangenehm, wenn er kalt wird. Füße kann eine Tour richtig... ja, eigentlich ans Ende bringen. Wenn man richtig durchgefrorene Füße hat, hat man auch keinen Bock mehr zu fahren. Und ganz wichtig, wind- und regenabweisende Handschuhe. Ich weiß, die sehen nicht unbedingt gerade Harley-technisch passend aus, weil die so ein bisschen länger sind. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn es um die Temperaturen gerade geht, ist mir die Optik ziemlich egal. Denn Hauptsache, ich komme warm nach Hause und spüre meine Hände noch beim Bremsen und beim Kuppeln. Und ja, hier kommt der Pulli sowieso drüber und dann ist es auch vollkommen egal, wie das aussieht. Also, diese drei Produkte werde ich jetzt testen und ich würde sagen, wir steigen aufs Motorrad. Und ich habe auch noch neue Mitbewohner. Ich zeige euch die mal kurz. Guckt mal. Das ist einmal der Benji. Hallo Benji. Hallo. 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 Da freut sich jemand aber. Und da ist auch noch einer. Benson, komm mal her. Komm mal her. Na los. Fein. Komm. Komm. Benson ist leider ein bisschen besonders. Der hat ein paar Probleme mit seiner Motorik. Deswegen kann er nicht so gut aufstehen, wie ihr gerade seht. Komm mal her, Benson. Komm. Hey. Und wie ihr seht, ist der nicht so aktiv wie Benji. Aber auch richtig süß. So, Freunde, willkommen dann auf der Harley. Ich habe jetzt alle Gadgets, würde ich mal sagen, an. Und ja, wir fahren jetzt die gerade ein bisschen durch die Gegend. Und ich fange einfach mal mit den Handschuhen an, weil man die gerade im Blickfeld hat. Die Handschuhe halten auf jeden Fall mega warm. Fühlen sich auch von innen richtig gut an. Und sind halt innen mit so einem weichen Vlies ausgefüllt, was sich wirklich wertig anfühlt. Aber ich muss sagen, die sind mir zu dick. Ich habe keine richtige Kontrolle über das Bike. Also ich spüre nicht komplett alles. Ich bleibe irgendwie hängen. Also boah, ich weiß nicht, es ist nicht meins. Dann friere ich lieber und habe ein bisschen mehr Kontrolle, als hier ja, mit den dicken Dingern durch die Gegend zu fahren. Fällt sich halt wirklich an, wie man früher so eine Skihandschuhe hatte, die wirklich sehr, sehr dick sind, warm, aber bringt mir halt nichts, wenn ich beim Motorradfahren nicht so eine Kontrolle habe. Vielleicht ist auch eine Gewöhnungssache, muss ich sagen, weiß ich nicht, aber man kann sie ja im Koffer drin haben für Touren und einfach gucken, dass man dann
wenn einem zu kalt ist, die dann reinnimmt, wenn man vielleicht auf der Landstraße unterwegs ist und nicht unbedingt die ganze Zeit kuppeln und schalten muss, geht das bestimmt gut klar. Dann kommen wir zur Weste. An meinem Oberkörper fühle ich, ja, ich fühle die Wärme, muss ich sagen, tatsächlich. Es ist angenehm, es ist nicht zu heiß, es ist nicht so, dass ich sage, wie zum Beispiel beim VW oder Audi Stufe 3 bei der Sitzheizung, wo einem wirklich schon der gefühlte Po wegbrennt, sondern es ist wirklich eine angenehme Wärme und die hat so eine Aufheizphase. Ich habe euch ja am Anfang gezeigt, dass sie dann vorne bei Front und Back rot leuchtet. Wenn sie rot leuchtet, heißt es, die wärmt sich gerade auf oder ist am heißesten. Und wenn sie dann ihre gewünschte Zieltemperatur erreicht hat, fährt sie runter und wird weiß und hält die Temperatur. Momentan bin ich ja gerade in dieser weißen, im weißen Zustand und könnte jetzt quasi noch mal drauf drücken, dass es noch mal heißer wird. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Temperatur. Ja, ansonsten Socken haben wir noch, genau, die Socken. Ich habe jetzt die Socken an auf einer, also hier bei meinen Air Force One. Und ich muss euch sagen, von den Socken bin ich am enttäuschtesten. Man merkt die Wärme zwar von oben, aber es ist wirklich nicht so, dass ich sage, wow, ich hab warme, elektrisch beheizbare Socken an, sondern eher, ja, einfach dicke Socken. So, hätten auch einfach 5 Euro dicke Socken genau den gleichen ja, Zustand wahrscheinlich meiner Füße jetzt erreicht. Deswegen wäre, also hier bin ich auf jeden Fall schon mal bei einer klaren Nicht-Kaufempfehlung. Also die Socken auf gar keinen Fall, Freunde. Da gibt es wahrscheinlich andere Varianten. Ich habe auch gesehen, dass es beheizbare Sohlen gibt für Schuhe, die man sich kaufen kann. Und ich glaube, sowas ist dann doch schlauer. Die müsste man dann vielleicht auch testen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust habt, dass ich noch mal ein paar andere Gadgets teste. Ansonsten schickt mir auch gerne mal einfach die Links rein von den Sachen, die ich testen soll. Und dann bestelle ich die Sachen und dann testen wir das. Da habe ich gar keinen Schmerz mit. Ansonsten, ja, Kaufempfehlung für die Handschuhe, weiß ich nicht. Muss jeder für sich entscheiden. Ist kein Muss, ist aber ein nice to have, sollte aber quasi dann so eher zur Riege von Regenklamotten gehören, so als nettes Gimmick für Reisen, dass man einfach Handschuhe hat, die warm halten. Aber ich würde jetzt sagen, wenn das Video aus ist, werde ich sie auch definitiv ausziehen, weil ich einfach das Feeling brauche und ein bisschen mehr Kontrolle. Weste, definitive Kaufempfehlung, also die werde ich auch privat öfter nutzen, weiß ich jetzt schon, gerade ab Oktober, November, wenn ich fahre. Die einfach unterm Pulli anziehen, ist eine super Sache. Einziges Manko ist, die Weste braucht eine separate Powerbank. Das heißt, ihr müsst euch dann um eine Powerbank bemühen. Wenn ihr eine zu Hause habt, super. Wenn nicht, bestellen. Heißt nochmal ein Mehraufwand vom Preis von um die 20 Euro. Aber auch das ist zu verschmerzen. Die Westen kosten nicht viel. Die kosten so um die 50 bis 60 Euro. Da geht das schon. Ja, und ich fahre jetzt nochmal eine Runde. Das war jetzt quasi meine Zwischenbilanz. Ich drehe jetzt auf jeden Fall noch mal eine Runde weiter und ich mache dann noch mal eine abschließende, wenn ich jetzt ein bisschen mehr gefahren bin, dann können wir dann noch mal sagen, wie sich das Ganze anfühlt, wenn man eine Stunde oder so mit dem Bike unterwegs ist, denn ich fahre jetzt auf jeden Fall ein bisschen und dann vielleicht ändert sich dann auch meine Meinung, meine Zwischenbilanz. Also Freunde, später. So Freunde, nach der langen Tour endlich wieder zu Hause. Wir sind jetzt auch ein bisschen über die Landstraßen geheizt mit den Artikeln hier. Und es gibt einen, den ich euch wärmstens empfehlen kann. Einen, der ich sage, nice to have. Und einer fliegt definitiv raus und wird zurückgeschickt. Wir fangen an mit dem Must-Have. Das ist diese Weste. Ein wirklich super Artikel. Preis-Leistung stimmt bei dem Ding mega. Achtet nur darauf, dass ihr bei der Weste eine kauft, die euch ein bisschen, ich sag mal, zu eng ist oder sehr, sehr gut anliegt, weil dann merkt ihr diese Kontakte, wo die Wärme übertragen wird. Quasi gleiches Prinzip wie bei der Sitzheizung bei euch im Auto. Ihr spürt es nicht, erst beim Hinsetzen merkt ihr diesen Austausch von Wärme. Genau das gleiche haben wir hier auch. Ich muss sagen, ich habe es bei der Fahrt sehr deutlich gemerkt, wenn auch die Jacke dann aufgelegen hat, dann überall diese Punkte, wo die Wärme entstanden ist. Der Rücken war sehr warm, die Brust war angenehm warm.
Es ist echt easy. Wie gesagt, einzige Wermutstropfen ist, ihr braucht eine eigene Powerbank, die ist im Lieferumfang nicht enthalten. Der nächste Artikel sind dann die Handschuhe. Die Handschuhe, ja, wie gesagt, sind sehr, sehr dick gepolstert, fühlen sich auf jeden Fall sehr gut an. Muss aber leider sagen, dass sie tatsächlich zu klobig sind für meine Verhältnisse. Ich mag das nicht, wenn ich nicht unbedingt den Griff spüre und dann die Kupplung und das Plastik bleibt dann bei mir genau zwischen dem Hebel hängen und ist einfach sehr unangenehm. Würde ich einfach mal sagen, zur passenden Regenkombi einfach mit einpacken, hat man trockene Hände und wahrscheinlich auch warme Hände nach der Fahrt. Also auch hier Preis-Leistung stimmt, kann man haben, braucht man aber nicht. Und dann kommen wir noch zu dem Artikel, der definitiv nichts bringt. Das sind die Socken. Sie werden zwar warm, aber nur an der Oberfläche, also an der oberen Seite. Auch nicht so warm, dass ich sage, ich habe jetzt davon irgendwas. Deswegen, die Socken werden auf jeden Fall nach Hause fliegen, nämlich zum Hersteller. Ich brauche sie nicht. In dem Sinne, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare, liked und abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn ihr Artikel habt, die ich gerne testen soll, schickt mir gerne die Links. Ansonsten abonniert mich auf Instagram und jetzt mittlerweile auch bei Twitch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.